Der Verbraucherreport 2023 des Verbraucherzentrale Bundesverbandes zeigt deutlich, die Verbraucherkrise ist noch lange nicht vorbei. Verbraucherinnen und Verbraucher spüren, dass der Alltag immer teurer wird. Daher sparen sie in vielen Bereichen, beim Energieverbrauch, Restaurantbesuch oder Urlaub. Ja, schränkt uns sehr ein. Ich habe 3 Kinder, die noch zu Hause leben und dann muss man wirklich gucken, wie es weitergeht. Besonders auffällig, im Vergleich zum Vorjahr sparen immer mehr Menschen auch bei Lebensmitteln. Erst kostet etwas 1,50 Euro, dann 1,70 Euro und dann schon 2,10 Euro. Und ja, das Gehalt bleibt halt leider immer gleich, das ist ja das große Problem daran. Also ich gucke jetzt schon mehr auf den Preis. Man überlegt sich besser, was man kocht, ob man jetzt so einen spontanen Kauf dann doch macht oder nicht. Mit den steigenden Preisen fühlen sich knapp 2/3 der Befragten von der Bundesregierung alleingelassen. Die schwierige Situation vieler Menschen ist auch in den Verbraucherzentralen spürbar. Allein die Beschwerden zu Strom und Gas haben sich binnen eines Jahres verdreifacht. Ein großes Ärgernis sind intransparente Preiserhöhungen oder Kündigungen, die von den Anbietern nicht akzeptiert werden. Ich habe 6 Briefe geschrieben, um mich zu kündigen. Kündigen die nicht, die reagieren nicht. Gegen solche Verstöße geht der Verbraucherzentrale Bundesverband auch rechtlich vor. Der Verband hat im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so viele Energieanbieter abgemahnt. Gerade in Krisenzeiten darf die Politik die Zukunft nicht aus den Augen verlieren, etwa beim Thema Mobilität. Gut 8 von 10 Befragten sind der Meinung, dass Mobilität künftig auch ohne eigenes Auto möglich sein muss. Der öffentliche Nahverkehr ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Mobilität. 91% der Menschen wünschen sich mehr Investitionen in Busse und Bahnen. Es sollte grundsätzlich der ÖPNV ausgebaut werden und die Städte auch einfach ÖPNV-freundlicher oder fahrradfreundlicher gemacht werden. Ich finde, das Deutschland-Ticket sollte aber auch weiterhin so bleiben. Vielleicht in Zukunft auch mal sagen, wenn das viel genutzt wird, dass das vielleicht günstiger gemacht wird. Der aktuelle Verbraucherreport spiegelt die Sorgen der Verbraucher und Verbraucherinnen wider. Viele Menschen fühlen sich von der Politik mit den steigenden Preisen alleine gelassen. Die Bundesregierung ist jetzt gefragt, hier für mehr Sicherheit zu sorgen. Dabei gilt es aber auch, die Zukunft fest im Blick zu behalten. Bereits heute müssen wichtige Weichen für morgen gestellt werden.